wunderschönen guten Abend, gute Nacht, guten Tag oder guten Morgen oder weiß der Geier, wann du dieses Video gerade schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve. Wir haben ein fantastisches neues Spiel bei uns in der Datasette. Es ist The Darkside Detective Part Unos. Es ist natürlich dem klassischen Point-and-Click-Adventure so ein bisschen nachempfunden, wie wir es aus den 90ern kennen, an der LucasArts. Und es ist ein bisschen mysteriös und ein bisschen unheimlich, ein bisschen spooky und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich würde sagen, wir starten. Okay, Zusammenfassung. Der Chief hat mich zum Wohnsitz der Jones geschickt. Dooley wartet dort für weitere Details. Untersuchung beginnen. Dooley. Hoppla! Hätte dich fast über den Haufen erschossen, Detective. Du solltest hier besser nicht so rumschleichen. Detective McQueen. Dooley. Du hast mich doch vorfahren sehen. Ich hatte meine Sirene an. Du hast mir beim Einpacken zugewunken. Ach, das gefällt mir ja schon. Das ist ja ein sehr geiler Humor. Ich schätze, dieser Ort hat mich wohl ein wenig erschreckt. Also, was ist hier passiert? Soeben hat mich Chief Scully angerufen und mir aufgetragen, so schnell wie möglich herzukommen. Keine Details. Ein 7-jähriges Mädchen, Alice, Kind, wird seit gestern vermisst. Kein Anzeichen, dass sie das Haus verlassen hat. Scheint wohl dieser Gespensterkram zu sein. Ich meine, diese Art Fälle, um die du dich kümmerst, Detective. Prima. Packen wir es an. Okay, wir sind also... Der Mann führt grobe, der Mann führt übersinnliche. Unser teuer Streifenwagen. Ich nenne ihn auch gerne das Popomoto. Sehr schön. Okay, dann gehen wir mal rein. Roy Jones. Officer Dooley, warum tropfte ein Landstreicher meinen Teppich voll? Das ist Detective Francis McQueen, Mr. Jones. Er ist hier, um die Untersuchung vorzunehmen. Aha, die Twin Lakes Polizei, was? Okay, wir gucken erstmal, ob Bier im Aschenbecher ist. Ich hoffe, Sie rauchen nicht in der Nähe Ihrer Tochter. Glücklicherweise bin ich selten in der Nähe meines Kindes, Detective. Dann sprechen wir ihn mal an. Also, wie kann ich Ihnen denn helfen, Detective? Erzählen Sie mir von Alice. Um ehrlich zu sein, Detective, hatte ich nicht viel mit ihr zu tun. Ihr Potenzial, Konversationen zu führen, ist zu begrenzt. Sie ist 7. Ganz genau. Ein schwieriges Alter. Das überlasse ich lieber der Nanny. Sie muss hier irgendwo in der Nähe sein. Wo waren Sie gestern Abend? Wie kann es sein, dass Sie Ihr Verschwinden gar nicht bemerkt hatten? Ich war unterwegs. Wie herrlich zwielichtig. Haben Sie ein Alibi? Wo ich gewesen bin, geht sie überhaupt nichts an, Detective. Meine Steuern stellen sicher, dass sie ihr Gehalt bekommen. Sie stellen auch die Zelle und den Befragungsraum sicher, zu denen Dooley sie bringen wird. Na schön. Rufen Sie diese Nummer an. Sie werden es bezeugen. Basti Bells Booty Boutique. Exklusives Zeug. Ah, Bells, süße Erinnerung. Ich wollte sagen, wo war er? Ein Glockengeschäft? Was? Gegenstand halten, Streichhölzer. Oh, schön. So, wir haben Streichhölzer erhalten. Okay, können wir Dooley was fragen? Oha, diese Leute müssen Millionär sein. Dooley hat jetzt nicht so viel zu sagen. Ein Gemälde. Netter Schoner. Aha, du Dummkopf, das ist kein Schoner, das ist ein Ziegeboot. Ach, toll, toll.
Anschona ist ein Segelboot, Dooley. Gehen wir doch mal in den Flur. Drei Türen, die Standuhr. Die erinnert mich an meinen eigenen Großvater. Ja, wer kennt's denn nicht? Dein Großvater war eine Standuhr? Was? Nein, er hatte eine Standuhr. Schade, ich dachte, ich hätte endlich einmal etwas Interessantes über dich herausgefunden. Was? Und ob ich interessant bin? Wie du meinst, Detective. Okay. Wohnzimmer, da kommen wir her. Die Kammer. Ich mag die Musik, die ist echt cool. Eine Kammer, eine Schrottkiste. Eine Schwarzlichtbirne. Die kann ich genauso gut mitnehmen. Alles, was wir jetzt nur noch brauchen, ist eine Disco-Kugel und ein paar weiße Klamotten und fette Beats. Dann machen wir uns einen netten Abend. Ein netter Abend bedeutet, das Kind zu finden. Und wir haben eine Schwarzlichtbirne gefunden. Können wir du die immer noch ansprechen? Bist du mir gerade in diese Kammer gefolgt? Ich dachte, du brauchst vielleicht Rückendeckung. Schön. Der ganze andere Müll ist nutzloser Müll. Ja. Das Arbeitszimmer. Abgeschlossen. Ich frage mich, wo ich einen Schlüssel finden könnte. Ja, okay, dann gehen wir doch mal zurück. Und können wir hier nach oben gehen? Können wir ansonsten den Aschenbecher? Ich hoffe, sie rauchen nicht in der Nähe der Tochter. Ja, glücklicherweise bin ich selten in der Nähe meines Kindes, Detective. Das hatten wir schon. Oh, wie schön. Blumen. Ein so edler Ort verdient etwas Besseres als Plastikblumen. Seltsamer Platz für ein Telefon. Da hat er nicht Unrecht. Okay. Ihnen scheint der Platz zum Zeich, ich meine zum Abstellen, ausgegangen zu sein? Schlafzimmer der Tochter. Oh, okay. Das ist anscheinend die Mutter. Mrs. Jones. Dear Mrs. Jones. Hallo, darf ich fragen? Meine Kleine ist verschwunden. Können Sie mir etwas über Ali? Sie ist einfach verschwunden, meine Kleine. Gibt es etwas? Sie müssen sie finden. Auf Wiedersehen. Großartig, ja, schön, schön. Es ist nicht die Zeit für Kunst, Detective. Schwarzlicht, das sieht nützlich aus. Oh, Schwarzlichtstift. Nice. Okay, was haben wir noch? Schubladen? Ich habe keine wirkliche Verwendung für ein Dutzend rosa Socken. Und hier unten? Ich habe ebenfalls noch keine Verwendung für lauter Socken in Pink. Ich habe noch nie ein Pferd mit 5 Beinen gesehen. Was? Was? Dies könnte eine Zeichnung des mutmaßlichen Täters sein. Wirklich? Dann lasse ich eine Fahndung einleiten? Nein, Dooley, mach das nicht. Wenn ich mir das so ansehe, glaube ich nicht, dass sie jemals den Kunstunterricht besucht hat. Oh, das ist aber gemein. Teddy, oh, kann Teddy was sagen? Sag mir, wo ist sie, Bär? Ich mache nur Witze. Du weißt gar nichts. Du bist nur ein Bär. Ein dummer, ahnungsloser Bär. Ja, okay, gut, dann verlassen wir den Raum mal und gehen ins... Oh, können wir hier ran? Können wir den machen? Ja! Farbverdünner. Der Farbverdünner ist runtergefallen, als das Regalbrett nachgab. Jetzt ist es nicht mehr viel drin. Tja, trotzdem nehmen wir... Ja, wir haben den Farbverdünner. Wunderbar, was haben wir noch? Die kaputte Lampe. Farbtöpfe haben wir noch. Nehmen wir die Farbtöpfe. Sie sehen schwer genug aus, um jemanden K.O. zu schlagen. Kaputte Lampe. Scheint gar nicht kaputt zu sein. Nur ein durchgebranntes Glühbirnchen. Tja, die tauschen wir doch gleich und sagen... Eine Schwarzlichtbirne, um Dinge schwarz anzuleuchten. Ja, warte mal, wie machen wir es denn? Okay, alles klar, wir müssen gedrückt halten. Ich hoffe, dies offenbart keinerlei Dachbodensünden. Was zum Henker? Tja, das sieht ganz und gar nicht verdächtig aus. Das Darkseid-Portal. Okay. Also, bevor wir jetzt da reingehen, würde ich gerne nochmal ins Schlafzimmer der Eltern. Who are you? Die Nanny. Erzählen Sie mir von Alice.
Sie ist verwöhnt und steckt ihre Nase überall rein, wo sie nicht hingehört. Aber das passiert wohl mit einem, wenn man superreiche Eltern hat, schätze ich. Wie lange arbeiten Sie schon für die Jones? Jones Detective. Ach, meinen Sie mit S? Enten? Ach, entschuldigt bitte. Jones Detective. Auch wenn sie mit S enden, muss man sie in der Mehrzahl nennen. Okay. Ist jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt für sowas? Es ist immer der gute Zeitpunkt. Für Grammatik. Trotzdem, beantworten Sie die Frage. Lang genug, keinen Groll in irgendeiner Form gegen sie zu hegen. Also sind Sie noch die Nanny? Die absolut unschuldige Nanny, genau. Haben Sie Schlüssel für verschiedene Räume? Ich bin eine Nanny, kein Hausmädchen. Stimmt, aber haben Sie? Ja. Dann kann ich doch sicher den Schlüssel zum Arbeitszimmer haben. Klar, da drin gibt's eh keine Beweismittel. Und wir haben den Schlüssel zum Arbeitszimmer. So, Familienfoto. Alice, wie ihre Mutter sehen hier... Was? Alice und ihre Mutter sehen hier sehr glücklich aus. Okay. Schublade? Es ist unhöflich, einfach so in anderen Leuten Schubladen rumzuwühlen. Ja, Dooley, du bist mir eine echte Hilfe, Kumpel. Gemälde. Schwer zu glauben, dass dies dieselbe Frau ist, wie die, mit der wir gesprochen haben. Der ganze Stress hat ihr schwer zugesetzt. Die scheint ein nettes Kind zu sein. Das ist aber geil, Alter. Zwei Farbige. Quadrate. Wie geil. Oh, schön. Was ein hübsches Kind. Ein nettes Kind. Keine Sorge, du wirst sie finden, Detective. Okay. Die Nanny ist eine Schönheit. Frag sie, ob sie Single ist. Du weißt schon, aus Ermittlungsgründen. Nein, okay. Was können Sie mir über das Dämonentor am Dachgeschoss berichten? Nichts, rein gar nichts. Das hat nichts mit mir zu tun. So viel steht fest. Ich war die ganze Zeit über hier. Auf Wiedersehen. Hier sind wir fertig. Im Moment. Ich gehe zurück an die Arbeit und sonst nichts weiter. Ja, was machst du denn, Nanny, ohne Kind? So, okay, alles klar. Dann lass uns auf den Dachboden gehen. Lass uns das Dämonentor ansehen. Das Muster an der Wand ist an manchen Stellen kaum noch zu erkennen. Ich frage mich, was wohl passieren würde, wenn ich es nachzeichne. Ich mach mal ganz kurz. Ja, das ist schon ein Anschlag, leider. Die Musik ist mega laut, leider. So, dann nehmen wir doch mal den Schwarzlichtstift. Zuerst muss ich einmal wissen, was ich zeichnen soll. Ah, okay, gut. Na, dann müssten wir wahrscheinlich ins Arbeitszimmer. Dort werden wir vielleicht etwas finden. Abgeschlossen. Ich frage mich, ob dieser Schlüssel dazu passt. Und schon sind wir drin. So. Roy Jones, Landjunker. Man muss schon ein ganz spezieller Typ Mensch sein, ein Ölgemälde von sich selbst zu besitzen. Ja, das ist nicht unrecht. Eine alte Öllaterne. Es ist sogar noch etwas Öl drin. Kann ich die nehmen? Ja, Laterne genommen. Statue eines Hundes. Diese Statue ist hässlich genug, um eine Menge Geld wert zu sein. Wahrscheinlich. Es sind immer die hässlichen Sachen, die viel Geld kosten. Eine nette Büchersammlung. Oder dem Staub nach zu urteilen, wurde sie schon seit einiger Zeit nicht mehr gelesen. Eine Schande. So. Stapel Magazin. Seine Zeitschriftensammlung. Oh je. Dieser Kerl ist ganz besessen von Krügen. Von Krügen, okay. Ein hinreißendes Paar. Was? Kann ich das eine selbst. Was? Kann ich das nehmen? Farbverdünner? Laterne? Das scheint mir eine schlechte Idee zu sein. Ja, vielleicht. Kann ich hier drauf rumkritzeln? Oh nein, das. Nicht während meines Dienstes. Schön. Streichhölzer? Das ist ein Anfängerfehler. Okay, dann machen wir doch Streichhölzer mit Laterne. Das sollte dieses Ding hier lieber anzünden, für alle Fälle. Brennende Laterne. Und kann ich die jetzt damit benutzen? Oh nein, nicht während meines.
deines Dienstes. Okay. Ja. Das ist, okay, vielleicht müssen wir jetzt einfach nur hochgehen. Vielleicht finden wir etwas an der Wand. Jetzt mit unserer kleinen Laterne. Das ist ein Anfängerfehler. Ja, so ein Scheiß. Au nicht! Sag mal! What should we do? Laut Aufschrift für die Nutzung unter Schwarzlicht geeignet. Tja. Farbverdünner, das ohne ein nicht für meines Dienstes. Das ist ja schade. Duli, hast du irgendwas zu sagen? Ich mag den Blick dieses Detektors nicht. Schön. Ich hätte selbst ein leuchtendes Grün. Ein leuchtendes Grün kommen sollen. Das ist gruselig. Ja, Kisten. Wo sind Kisten? Nur ein paar vergessene Erinnerungen. Schade. Schade. Okay. Na, haben wir da irgendwas übersehen? Schlafzimmer der Tochter vielleicht? Moment. Doch, Teddy war auch schon. Schlafzimmer der Eltern nochmal. Wir werden sie nochmal kurz ansprechen. Auch nichts. Mr. Jones, es scheint ein Dämonentor auf Ihrem Dachboden zu geben. Ja, das trifft sich ja gut, dass Sie hier sind. Nehmen Sie es fest, es befindet sich auf unerlaubtem Gebiet. Wie bitte? Sie haben richtig gehört. Nehmen Sie es fest. Ich erstatte Anzeige. Anzeige ist raus! Ja, auf Wiedersehen. Ich habe Ihnen Zeit in Anspruch genommen. Ja. Also irgendwas muss doch mit diesen Krügen noch sein. Das, ein hinreißendes Paar. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Können wir das denn nehmen? Können wir es auch nicht, ne? Traue niemals einem Mann über den Weg, der zu viele Bücher hat, sag ich immer. Wie viele Bücher sind zu viel? 6. Und wie viele Bücher hast du? Die Art, wie dieses Gespräch sich entwickelt, wird mir langsam unbequem. Ja. Roy Jones. Ich würde ja wirklich sehr gerne. Lichtspendende Laterne. Haben wir denn irgendwo einen Raum, der dunkel war? Die Kammer. Na, obwohl, die Kammer. Lichtspendende Laterne. Können wir die hier irgendwo? Nee. Oh, was liegt denn hier? Liegt hier irgendwas hier drunter? Oder ist das? Wir haben eine seltsame Seite erhalten. Und zwar im Bett lag die. Verrückt. Okay, dann nichts wie hoch auf den Dachboden. So, okay. Okay, ich scheine alles zu haben, was ich brauche. Bereit für ein paar schaurige Striche und für das Nachziehen der fehlenden Symbole. Okay, what should we do? Wir sollen anscheinend... Aha, okay, gut. Gut. Und das war... Das sollte es gewesen sein. Und das Tor ist offen. Großartig. Vielleicht ist jetzt ein guter Moment aufzuhören. Naja, mit allem? Wir gehen durchs Darkside-Portal. Selbst ich bin nicht so blöde, dort ohne Licht reinzugehen. Okay. Okay, Toni. Auf geht's. Nichts für ungut, Detective, aber ich gehe nicht auch nur in die Nähe dieser Gruftparty. Ich halte hier draußen Wache. Hey, Alice! Hallo, Mister. Hey, Kleiner. Sind Sie hier, um mich nach Hause zu bringen? Yep. Gut, ich habe Hunger und die Geräusche von da unten machen mir Angst. Sicher, lass uns von hier verschwinden. Oha! Oh, die Nanny! Nicht so schnell, Detective. Wo ist Dooley? Dieser Idiot
Den habe ich umgehauen. Ich kann sie beide hier nicht länger rumschnüffeln lassen. Also werde ich sie hier einschließen. Nehmen Sie wenigstens das Mädchen. Oh, das habe ich vor. Ich bin immerhin Ihre rechtmäßige Betreuerin. Es gehört zu meinem Job, auf Sie zu achten. Besonders für den Fall, dass den Eltern etwas zustößt. Mal angenommen zum Beispiel, Sie wären in der Darkseid-Version Ihres Schlafzimmers gefangen. Dort wären Sie jetzt, wenn Alice nicht in meinen Sachen rumgekramt und sich hier blöderweise selbst eingesperrt hätte. Ich hatte vor, die Füße stillzuhalten, bis sie verschwunden sind. Ich dachte, sie hätten mittlerweile aufgegeben. Welcher Polizist würde denn ein vermisstes Mädchen aufgeben? Die meisten vom TLPD. Traurig, aber wahr. Darum geht es also, ein Erbschaftsplan? Sie müssen schon zugeben, es ist ein ziemlich perfektes Verbrechen. Das ist es in der Tat. Selbst wenn Sie mich loswürden, was dann? Alice weiß genau, was Sie vorhaben. Sie ist ein schlaues Mädchen. Wenn sie so schlau ist, wird sie wissen, dass sie besser ihren Mund hält. Sobald Uli aufwacht, sind Sie und Ihr Plan Geschichte. Guter Punkt. Ich muss Sie dazu bringen, ihn mit mir hier... Was? Ihn mit mir hier reinzuziehen. Kommen Sie schon. Okay, zieh deinen Freund da rein und mach ja keine Dummheiten. Ja, das ist jetzt mal schön bescheuert. Da, nimm eine Kostprobe deiner eigenen Medizin. Na! Yay, wir haben's geschafft. Also, das Mädchen hat in den Sachen der Nanny herumgeschnüffelt und das Zeug versehentlich dazu benutzt, sich selbst auf den Dachboden einzusperren? Die Darkseid. Ja, aber ja. Das ist eine überraschend knappe Zusammenfassung der Dinge. Ja. Wirklich eine Schande, dass die Nanny nicht zurechnungsfähig war. Sie war wirklich ein Hingucker. Dooley, sie hat mit schwarzer Magie rumgefuscht. Mit einem Plan, unschuldige Leute in eine Parallelwelt zu sperren, ihr Kind zu entführen und all ihr Geld zu stehlen. Ich habe doch schon gesagt, es ist eine Schande, Herr Je. Ich würde nur zu gern wissen, woher die Nanny diese okkulten Bücher hat. Dieses Zeug ist heutzutage nur schwer zu bekommen. Ein Fall für ein anderes Mal, schätze ich. Als erstes muss ich herausfinden, welchen Papierkram ich für den Bericht brauche. Fall abgeschlossen! Nice!